Ja, viele Gartenliebhaber möchten nicht nur ein schönes Blumenparadies für die Augen haben, sondern auch über die Nase noch einen zusätzlichen Anreiz haben, ihren Garten zu genießen. Da empfiehlt es sich, duftende Pflanzen in Blumenkästen und Kübel zu setzen. Und für diesen Zweck gibt es eine breite Auswahl. Es gibt verschiedene Duftrichtungen. Der Klassiker wäre zum Beispiel wieder die Vanilleblume, die nach Vanille riecht, wie der Name schon sagt, die an einem sonnigen bis wechselsonnigen Standort gut gedeiht und diese wunderschönen dunkelblauen oder neuerdings gibt es auch Sorten mit weißen Blüten hat. Ein weiterer Klassiker ist der Elfenspiegel. Wunderschöne bunte Blüten gibt es dort, die auch intensiv duften. Insbesondere wenn es windstill und etwas wärmer ist, wird man diesen Duft wahrnehmen können. Und dort gibt es verschiedene Modelle. Einmal kann man natürlich die Klassiker, die weißen und rosa blühenden Sorten oder blaublühenden Sorten nehmen. Oder man nimmt die neuerdings entstandenen bunten Sorten mit gelben oder rosa Blühen. Und wer es ganz bunt macht, mag, der nimmt dann gleich so ein Exemplar wie dieses hier, was drei verschiedene Sorten in einem Topf enthält und so als sogenannte Trio-Pflanze dann neben dem wunderschönen Duft auch gleichzeitig noch verschiedene Farben bereithält. Ebenso gehört zu den Klassikern der Duftblumen der Duftsteinrich oder auch als Alyssum bekannt. Viele kennen ihn nur mit weißen Blüten, die intensiv nach Honig duften, insbesondere wenn er in der vollen Sonne gepflanzt wird, wo er sich besonders wohl fühlt und an warmen Standorten. Es gibt ihn aber auch mit zart lila Blüten oder mit violetten Blüten, sodass man auch verschiedene Farben davon nutzen kann. Das Wandelröschen ist vielen bekannt, weil es die Blütenfarbe ändert von gelb auf rosa oder von gelb auf rot und deshalb so beliebt ist, weil es attraktive Farbeffekte hat, aber es hat auch einen speziellen Duft. Nicht jeder mag ihn, aber es gibt Liebhaber dort davon und man sollte mal probieren, ob der Duft einem gefällt und dann wäre es eine schöne Komponente für sonnige Balkone, wo man das Wandelröschen mit einflechten lassen kann. Ebenso gibt es eine breite Auswahl an Duftgeranien. Dort gibt es Pflanzen, die nach Zitrone, nach Orange duften. Es gibt welche, die nach Muskatnuss duften, die nach Äpfeln oder nach Tannennadeln duften oder Kiefernnadeln, sodass man dort eine breite Palette verschiedener Duftrichtungen hat, je nachdem, wie man es lieber mag, süß, frisch oder herzhaft. Da kann man natürlich alles ausschöpfen, um seinen Garten in eine Duftoase zu verwandeln. Genauso bieten die Kräuter eine breite Palette an Duft. Hier ist zum Beispiel wieder das Strauchbasilikum Magic Blue zu nennen, was eben intensiv nach Basilikum riecht und eben auch im Garten auch wirklich über viele Monate hinweg sich prächtig entwickeln kann und auch zahlreiche hellviolette Blüten produziert, sodass es nicht nur schön duftet, sondern auch schön aussieht. Auch viele andere Kräuter, die wir hier jetzt nicht alle zeigen können, wie Zitronen, Thymian, sind wunderschön geeignet für Duftgärten. Sobald man einmal etwas über diese Pflanzen hinweg fühlt oder fasst, dann strömt dieser Duft ganz besonders stark heraus und verbreitet sich auf der Terrasse oder auf dem Balkon und man kann das bis in die Abendstunden hin genießen.